Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben und das ist jetzt nicht so populär, aber ich bin ein Verfechter des heiligen Kusses. Okay, weil ich bin damit aufgewachsen, meine Familien, meine Tanten, meine Brüder, meine Schwester, beim Begrüßen küsst man sich. Einmal links Bussi, einmal rechts Bussi. Und ich sehe schon ein, dass das nicht die Regel ist in Deutschland oder in Österreich. Ich mache es auch nicht mit irgendwem, okay, aber mit Familienmitgliedern und so weiter mache ich das ganz gerne eigentlich, weil es einfach dazugehört. Okay. Das heißt, wenn du in den Irak fliegen willst, ins Ur der Chaldea, nicht? Oder wenn du nach Jordanien fliegen willst oder in ein arabisches Land, dann ist es dort gang und gäbe, dass man sich unter Bekannten ein Bussi gibt. Das ist normal dort. Wenn du es nicht machst, dann ist es eher unhöflich. Okay. Wie gesagt, für mich ist es nicht unhöflich, wenn mir jemand kein Bussi gibt, aber es gibt solche Kulturen. Das gibt es. Und das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich lieber dem Heiden ein Heide, gib ihm ein Bussi auf die Wange, wenn er so will. Okay, wenn es eine Frau ist, dann kannst du auch natürlich ablehnen, du kannst einfach die Hand geben oder einfach Hallo sagen. Das ist in Ordnung, aber unter Brüdern tut man das eigentlich. Unter Schwestern eigentlich auch. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sitte, die man bedenken sollte. Und ich lasse mir diesen heiligen Kuss auch nicht nehmen. Okay? Der gehört mir, der bleibt für immer. Aber wie gesagt, ich dränge niemanden dazu, das zu tun. Okay, aber nur damit man ein bisschen versteht, was das bedeutet. Wenn Paulus hier sagt, den Heiden bin ich ein Heide, heißt das nicht, dass er jetzt auf einmal seine irgendwelche Kinder opfert, damit er ihnen von Jesus erzählt. Das ist ein falsches Verständnis. Das heißt nicht, dass er irgendwie die Gebote Gottes dadurch bricht, nur damit er von Jesus erzählt. Dann wäre er ein Heuchler und sagen, hey, glaubt an Jesus, aber ich selber tue genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Dann ist er genauso ein Heuchler. Okay, dann wäre er wirklich ein Heuchler. Hat er aber nicht gemacht. Es ist in Ordnung, kein Schweinefleisch zu essen. Es ist in Ordnung, gewisse Dinge nicht zu essen oder zu trinken oder gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, damit man Christus verkündigt. Er ist aber nicht ohne Gesetz, sagt er, aus dem Gesetz von Christus. Okay, also er tut jetzt nicht alle Heiden, götzendienerischen Dinge, die Heiden tun, nur damit er Christus verkündigt. Es macht ihn nicht zum Heuchler.